Seht ihr schon, bekomme ich hier auch das Dings zugeworfen und kriege den Wither-Effekt. Und ich werde auch jetzt hier noch von Mobs angegriffen. Ihr seid doch auch alle, ihr seid ja super toll, ihr Mobs. Ich will auch hier nur was. Hallo, mein Name ist Luca und ich zeige euch heute mal wieder drei coole Commands. Well. Das allererste, was wir eingeben, ist giveS/ssWas@p-command-block, damit wir einen Command-Block erhalten. Und dazu, um diesen Command-Block zu aktivieren, brauchen wir wie immer noch einen Hebel. Den können wir jetzt ganz simpel hier einfach hinsetzen und den Hebel hin. Und dann... Ich sollte eventuell erstmal den Command eben kopieren. Den kopierten Command fügen wir jetzt hier ein, drücken auf Fertig und betätigen den Hebel. Und da sage ich schon mal in der Zeit, wo das Ganze eben schnell geschaffen... Es ist schon fertig geschaffen. Das ging sehr, sehr schnell. Dieser Command ist von Scott O-Dash. Nee, Scott Dash, Dash, Scott Dash, Scott Dash, glaube ich, dass es so ausgesprochen wird. Und zwar müssen wir bei diesem Command wieder ein wenig selber aktiv werden. Und zwar in der Suche einmal Blaze eingeben und uns einen Blaze Rod nehmen und auch einmal Iron bzw. Eisen eingeben, sodass wir einen Eisenbarren bekommen. Und wenn wir jetzt nämlich die Lohnroute und den Eisenbarren dahin schmeißen, bekommen wir einen Lasersword. Und zwar ist das Ganze der Laserschwert-Command. Dieses Laserschwert ist jetzt noch nicht aktiviert. Da sehen wir, da sind so ein gleich, minus gleich, minus gleich. Das steht für nicht aktiviert. Und ihr seht auch, das ganze Ding leuchtet nicht. Allerdings, wenn ich es jetzt hinschmeiße und wieder aufsammle, seht ihr schon, das Ganze schimmert wie sonst was. Und da stehen immer noch diese drei komischen Sachen. Allerdings steht dort dran jetzt auch Schärfe 5. Das heißt, wir haben dieses ganz normale Blaze Rod damit jetzt quasi durch das Hinwerfen. Wie cool sieht das da hinten eigentlich aus, Alter? Sorry, aber ich bin immer so ein Seed Hunter. Und wow, da hinten ist auch noch direkt so ein Dorf, Alter. Also an alle, die den Seed wollen, hier slash Seed und der Seed... Geht einfach direkt unter in diesen ganzen komischen... Sorry, dass ich euch den Seed jetzt nicht geben konnte. Ich weiß nicht, hättet ihr Lust mal auf so eine Seed-Serie, dass ich euch mal so 2, 3 Seeds oder so vorstelle? In sowas wie die Command-Serie so ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr Lust? Habt ihr nein? Habt ihr keine? Okay, dann... Ja, wir machen weiter mit dem Command. Die Welt sieht sehr schön aus, aber egal. Jedenfalls, dieses Laserschwert hat jetzt Schärfe 5 und damit, wenn ich damit jetzt Mobs angreife, sind die halt dementsprechend sehr schnell tot. Das heißt, wenn ich mir beispielsweise hier mal ein... Ich habe auch genau wieder Schaf eingegeben, weil in jedem scheiß Ding einfach Schaf drin steht. Aber jetzt habe ich hier beispielsweise ein Schaf, kann jetzt mal hier ein paar Schafe hinsetzen und ihr seht schon, wenn das Laserschwert jetzt gerade aktiviert ist, bam, bam, zweimal draufschlagen und die Teile sind einfach direkt tot. Wenn ich das ganze Ding dann allerdings wieder hinschmeiße und das ganze Teil ist deaktiviert, muss ich hier... Ja, okay, das Schaf war schon vorher angehittet, allerdings, wenn ich hier nochmal einen Schaf hinsetze, seht ihr dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wenn ich das Ganze aktiviere, mache ich einen Schaf mit 1, 2 Schlägen kaputt. Also das ist so eine Art Laserschwert. Das ist quasi einfach nur ein Blaze Rod, der ein bisschen schimmert und Schärfe 5 hat. Ich weiß nicht, was das da unten soll, dass das da die ganze Zeit sich die Daten verändern. Und ich glaube, es gibt sogar so einen Command, der irgendwie Command Outlook False heißt oder irgendwie so. Aber schreibt mir den mal bitte nochmal in die Kommentare, damit ich genau weiß, wenn so etwas das nächste Mal passiert, dass der ganze Chat zugespammt wird, dass ich dann weiß, welchen Command ich eingeben muss, um das wieder rückgängig zu machen. Der nächste Command wurde mir zugesendet von TH Command Blocks oder THC Command Block, aber das ist, glaube ich, eher weniger. Ich füge diesen Command hier ein und drücke den Schalter und zwar ist es der Bären-Command. Ihr seht schon hier, wenn hier steht Start Machine, kann ich einfach auf Start Machine drücken und wenn ich mir jetzt einen Zombie-Spawn einnehme und einen Anvil bzw. einen Amboss zu Deutsch übersetzt und jetzt gehe ich in den Amboss rein und benenne das Zombie-Spawn-Ei einfach auf Bear, also Bear, Bear, das ist ja Englisch und heißt Bear. Ist es so? Okay, hier steht, Bear heißt aushalten, ausstehen. Allerdings als Nomen heißt Bear, Bear. Oder Bear, Bear, Bear. Wie wird das ausgesprochen? Kann mir das eventuell diese kluge App hier zeigen? Es heißt Sprache. Bear. Okay, was ist es? Genau, das Item habe ich jetzt hier im Inventar und wenn ich das hier einfach mal hinsetze, seht ihr schon, Spawn ein ganz normaler Zombie. Allerdings, danach verwandelt er sich direkt in diesen Bären und das hier soll irgendwie das Gesicht vom Bären darstellen und den kann ich auch schlagen. Jetzt kriege ich hier gerade natürlich wieder eine Mail. Sorry, dass die Folge wieder total chaotisch ist. Ich kann den Bären hier schlagen und, also das ist schwer, den zu treffen. Ihr seht schon, ich laufe hier um den rum und immer wenn ich schlage, irgendwie einmal von den ganzen Malen, ich treffe ihn irgendwie gerade überhaupt nicht. Doch da hinten, da, ich muss ihn von hinten auf den Po klopfen, dem geilen Typen hier, dem geilen Hengst. Okay, will der jetzt eventuell auch nochmal sterben? Also Bären greifen euch auch an und ihr könnt auch Bären angreifen. Und eigentlich droppen die auch noch ein Bärenfleisch. Allerdings war das bei mir jetzt gerade nicht der Fall. Ich greife den hier mal eben noch an.
und schaue, ob der mir da, genau, da haben wir es. Und das ist ein Bear Meat. Und ihr seht schon, ich kann das essen. Und das füllt jetzt zwei Hungerbalken von mir auf. Und das ist quasi einfach so Kakaobohnen. Allerdings heißen die hier Bärenfleisch und ich kann die halt direkt essen. Aber es sind halt quasi einfach nur Kakaobohnen. Also ein ganz simpler Command, auch hier als zweiter Command. Weil viele immer bemängelt hatten, dass diese Serie nur noch aus so mega komplexen Commands bestellt. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich nehme heute drei simple Commands. Und wir kommen jetzt schon zum dritten Command. Der dritte Command ist diesmal gar kein Command, sondern ich bin dafür gerade extra in eine andere Welt gegangen. Und zwar ist dieser Command, beziehungsweise diese Welt von Itcher Minecraft. Ihr findet natürlich den Download von der Welt diesmal auch in der Beschreibung. Und zwar ist es Flamethrower, beziehungsweise Flammenwerfer-Command-Welt-Dingsbums. Ich spawne hier gerade mal eben mehrere Mobs, damit ihr seht, wie das Ganze hier funktioniert. Und zwar habe ich jetzt so von fünf verschiedenen Sorten so ein paar Mobs gespawnt. Und zwar habe ich einmal dieses Flamethrower-Item. Das ist einfach ein Schneeball, den ich auf Mobs werfen kann. Und ihr habt schon gesehen, wenn ich damit den auf Creeper werfe, explodieren halt die Creeper. Also ich kann nochmal hier eben so einen Creeper hinstellen. Es ist so, wie wenn ich so einen Creeper anzünde, ich werfe einen Flamethrower auf ihn drauf und der explodiert easy. Wenn ich den auf andere Mobs drauf werfe, seht ihr schon, verbrennen die recht schnell. Also die machen sehr, sehr krassen Schaden. Also ich werfe das beispielsweise jetzt einfach mal hier so ein paar Schneebälle rein. Und ihr seht schon, alle sind einfach direkt verbrannt. Und das gleiche gibt es auch als Stationary Flamethrower. Das heißt, da wo ich hinschaue und den hinsetze, fügt dieses Ding hier quasi, macht das Feuer hin und ihr seht schon, das Schaf ist auch relativ schnell tot und dieses Ding greift mich jetzt auch als Spieler an. Das heißt, wenn ich in den Game Mode 0 gehe und mich hier reinstelle, seht ihr schon, bekomme ich hier auch das Ding zugeworfen und ich kriege den Wither-Effekt und ich werde auch jetzt hier noch von Mobs angegriffen. Ihr seid doch auch alle, ihr seid ja super toll hier Mobs. Ich will auch hier nur was. Wenn ich allerdings diesen Schneeball mit dem Flamethrower auf mich draufschmeißen würde, würde ich halt keinen Schaden bekommen. Das liegt nicht daran, dass ich gerade im Game Mode 1 bin, sondern wenn ihr das auf andere Spieler werft, passiert nichts. Allerdings bei diesem Dings, wenn ich da durchlaufe im Game Mode 0, passiert schon was. Und mit den Mobs passiert immer was und die kann man mit diesen Sachen relativ schnell töten. Also auch ein sehr simpler dritter Command. Jeder Command heute sehr simpel und nicht so umfangreich wie Herobrine Boss Battle oder in ein riesiges Hotel erschaffen oder was weiß ich. Eine ganz simple, coole, alte Oldschool-Folge. Wenn ihr coole Commands kennt, dann schreibt sie in die Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Zeigt die Serie euren Freunden, eurer Familie, eurer Mutter, eurer Oma, eurer Tochter. Und ich mache jetzt einen Schnitzel, weil ich habe jetzt Hunger. Und hallo Zombie.